Hallöchen, meine Freunde. Mein Name ist Thomas Gerdo. Das arme Pferdchen. Ja, zurück zu Joel. Oh je. Oh, Manometer. Wir werden jetzt extrem große Probleme haben, denn in der letzten Folge haben wir uns ja... Oh Gott, die haben mich natürlich gesehen. Lauf, Eddie, da ins Haus. Lauf, spring rein, je nachdem, was auch immer du machen willst. Okay? Okay, ah, verdammt voll. Ah, verdammt, Patronen leer. Oh, verdammt, mir wurde auch in die Kommentare geschrieben von dem lieben Harun, dass ich wohl zu verschwenderisch mit meinen Ressourcen umgehe. Sprich, Munition. Aber wo sind denn die hin, wenn ich fragen darf? Achso, da ist der eine, okay. Hey, nicht auf mich scheißen, das würde ich nicht. Ja, ach du Heilige! Wie soll ich das überleben? Okay, wir hatten schon schwierige Situationen hier im Spiel. Jungs, aber wir hatten noch nie so eine schwierige. Oh Gott. Geh runter, 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 geh runter. Nee, das packe ich nicht. Das packe ich nicht, das ist unmöglich. Ja, ja, so, jetzt wurde ich confirmed, beziehungsweise entdeckt. Wir müssen die Kleine endlich... Muss ich mir was einfallen lassen, oder? Alle erst. Das geht natürlich auch. Warte, was soll ich machen? Was soll ich machen? Gleich zum neue Waffe nehmen? Sowas in der Art? Okay, ich habe ein Problem. Nicht nur ein kleines Problem, sondern ein biges Problem. So ein biges Problem wie... The Biggest Loser. Weiß ich nicht, ich wollte gerade ein biges Vergleich finden, aber The Biggest Loser ist ein schlechter biges Vergleich. Mann! Hier. Ja, okay. Sind ganz schön schlecht. Oh, ich wollte gerade sagen, dass sie schlecht sind. Ah, Mann, verdammt. Okay. Okay. Stell bzw. nimm den Medikit, Ellie. Wir wollen dich hier lebend rausholen. Ohne dich gehe ich nirgendwo hin, auch wenn ich dich spiele. Deswegen kann ich doch gar nicht. Wow, ist das gruselig. Hä? Ach du Heilige! So, ich liebe das Jagdgewehr. Ein Schuss und alle sind down. Da lagen zwar noch Munition bei dem einen Typen, das weiß ich. Das wird wahrscheinlich schon in den Kommentaren stehen, aber ich hatte null Zeit, um die zu nehmen. Sind die vier down? Die sind tatsächlich down. Okay, das haben wir doch einigermaßen gut gelöst. Ich dachte, hier wären noch viel mehr. Hier müssen auch noch viel mehr sein. Hier sind auch noch viel mehr. So, ein bisschen heilen, das. Pipapo, eventuell sollte ich noch ein paar Medikits machen. Das wäre, glaube ich, klug, aber... Ich weiß doch nicht, wo... Oh Gott, nein! Ellie, ich glaube an dich. Boah, habe ich mich erschreckt. Boah, das Ganze kann echt mit Jumpscares enden. Okay, da oben ist einer. Okay. Wenn du kommst... Moment, ah, Mann. Wie viele sind denn noch hier? Werde ich das überleben, Mr. Good Christian Boy? Nein, oh. Ist das dumm, wenn ich das mache? Ja, das ist extrem dumm. Die sind im Nahkampf eindeutig überlegen. Da lag eine Machete. Aber wie soll ich das alleine schaffen? Normalerweise hatten wir mal Joel zu Hilfe, aber jetzt sind wir ganz auf uns alleine gestellt. Vor allem wissen die Dudes, wo wir sind. Okay. Wo gehe ich lang? Ja, gute Frage. Stell. Okay. Wir packen das schon irgendwie. Da war einer. Wo sind sie? Da ist einer. Den würde ich gerne erledigen mit meinem Bogen. Allerdings weiß ich nicht, wie viele noch hier sind. Erstmal zum Steini. Okay. Ich habe die Lage unter Kontrolle, glaube ich. Nein, ich habe die Lage niemals unter Kontrolle hier in The Last of Us. Du wirst hier nicht rauskommen. Doch werde ich. Weil das Spiel neu respawnt, wenn wir sterben. Alleine aber schon aus dem Aspekt haben wir hier gewonnen. Okay, irgendwie packen wir schon zu ihm. War das Wind? Wenn ja, dann hört sich der Wind hier ganz schön ungesund an.
Okay, einen muss ich mit dem... Einen kann ich mit dem Bogen erledigen. Besser gesagt, ich sollte mal hier ein bisschen mehr belichten. Perfekt. Ein bisschen mehr runter. Jo. Professionalität pur hier. Aber wenn wir hier warten, können wir ja sowieso nicht viel machen. Außer die Belichtung hier ein bisschen umstellen. Oh, mieses Arschloch. Oh, ja. Das Ganze laut sagen. Das war extrem klug. Den konnte ich jetzt auch noch schön snaggeln, da er seinen Freund beobachten wollte. Noch mehr? Noch mehr. Sicherheit geht hier vor in The Last of Us. Aber wo müssen wir jetzt lang? Sind hier noch welche? Ja. Ja, hier sind noch welche. Aber wo? Ich sehe niemanden. Weit und breit. Aber ich glaube, ich kann jemanden hören. Kommt das aus dem Spiel oder kam das von draußen? Das frage ich mich immer, wenn von draußen Geräusche kommen. Okay. Ich gehe mal am besten ein bisschen verdeckt hier lang. Ich weiß ja nicht mehr, ob hier noch ein paar Dudes sind oder nicht. Deswegen, Sicherheit geht hier auf jeden Fall vor. Auf jeden Fall. So, wo müssen wir als nächstes lang? Okay. Der sollte hier ausführen. Wer? Wo? Wir dürfen auch nicht ins Wasser fallen, wir können nicht schwimmen. Hier? Nein. Hier? Aber wie kommen wir da hoch? Wir brauchen das Ding hier. Nee, Moment mal. Nein. Okay. Der sollte hier rausführen, hat sie gesagt. Hä? Ich bin, glaube ich, inkompetent, oder? Ganz viele Leichen liegen hier, aber... Wo geht es jetzt weiter? Es scheinen wirklich alle tot zu sein. Wir gucken am besten mal auf den Klo nach. Kann ja nicht schaden, glaube ich. Um hier ein paar Ressourcen zu snaggeln. Die Männer haben ein paar Ressourcen. Natürlich hier eine Flasche. Ein Bier auf dem Klo. Warum nicht? Das kann man sich mal gönnen. Obwohl das eigentlich sehr ekelhaft ist. Und die Frauen haben hier Alkohol. Alles klar. Das sagt schon einiges über die Personen, die hier waren, aus. Okay, sie hat gesagt, dort kann es weitergehen. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da hoch und kommen wir überhaupt da hoch? Kann ja sein, dass ich irgendwie einen falschen Anhaltspunkt hatte. Warte, was? Nee, ich habe echt keine Ahnung, was wir machen sollen. Hier? Nein. Denk nach, Tadeltadeus. Was würde ich in so einer Situation machen? Ich weiß es nicht. Wo geht's denn zu Joel, wenn ich fragen darf? Kann man hier lang? Nein, nie im Leben. Doch. Du packst das, Ellie. Ach so. Ah, hier ist noch ein Weg. Das habe ich nicht gesehen. Na dann. Trotzdem bedeckt halten. Wobei, ich glaube, hier sind wir einigermaßen in Sicherheit. Nicht nur einigermaßen, wir sind hier in Sicherheit. No smoke. Oh, nee. No smoking nicht. Irgendwas ins Wasser werfen, okay. Okay, wie viele von den Dudes sind noch hier? Ah, ich wette, da hinten sind noch ganz, ganz viele. Okay. Ellie, beruhig dich. Wir packen das hier. Mit gemeinsamen Kräften. Okay, ich denke mal hier runter, ne? Ja, hier durch. Ist zwar nicht sonderlich hygienisch, aber solange wir zu Joel kommen, ist mir alles egal. Okay, wir nähern uns so langsam wieder der Stadt. Und ich glaube, bis dahin können wir alle vernichten. Schlagen, boxen, je nachdem, erschießen. Oh. Oh, da komme ich nicht durch. Doch, quetschen. Du bist dünn, du packst das. Okay, Ellie, dann nicht, dann nicht. Dann gehen wir irgendwo anders lang, aber wo? Hier rüber? Oh, kein Ausgang. Wie zur Hölle komme ich hier raus? Das frage ich mich auch gerade. Hm. Denk nach. Jetzt kommen richtig viele Rätsel hier hinein. Ich bin normalerweise nicht so der Fan davon, aber hey. Kann auch mal. Okay, das war nur eine Jacke, nur eine Jacke. Oh, Negentropie. Was ist das denn? Starlight. Ach so. Starlight, what?
Ich habe an Star Trek gedacht. Aber Star Trek und Starlight ist, glaube ich... Ich habe das Gefühl, dass wir ohne Mist verfolgt werden. Ich habe vorhin ein Horrorspiel aufgenommen. Vielleicht liegt es daran, aber... Glaube ich wohl nicht. Eventuell können wir die Dinger, die da drin sind, beschießen. Aber ich will jetzt keinen Schuss. Ja, okay, von der Waffe können wir die Schüsse opfern. Die Waffe ist meiner Meinung nach extrem schwach. Okay, das bringt nichts. Jetzt haben wir einen Schuss verschwendet. Mann, war ein Fehler von mir. Wir müssen was rausziehen, oder? So, das war's. Krass. So, jetzt kommen wir hier durch. Okay, wenn man ein bisschen nachdenkt und ein bisschen logisch denkt, kann man auch in The Way von The Last of Us überleben. Auch wenn das Spiel in mancher Hinsicht nicht so viel mit Logik zu tun hat. Oh Gott! Da muss ich hin. Ja. Halte durch, Joel. Viel Glück, Ellie. Ich mach mich nein. Wir können uns leider nicht vom Acker machen. Wir müssen zu Joel. Okay, die Atmosphäre beginnt wieder heiß, Gegner in der Nähe. Okay. Wir stellen mal einige Dinge her. Eventuell Nagelbombe. Nein, erstmal Medikit. Medikits haben mir hohe Priorität, vor allem da ich immer so viel einstecke, da ich nicht so der beste Ausweicher bin. Okay, es fängt wieder an. Ich habe einen Bogen. Und ich sehe zwei, drei. Drei Typen sehe ich. Einer da, einer da hinten. Ob es mehr sind, ist natürlich fraglich, aber ich denke mal nicht. Hoffe ich. Wo ist das Mädchen? Hier. Peace, Bruder. Ja, ich denke mal, das dürften wir packen. Aber unser Messer ist, glaube ich, stark beschädigt. Deswegen haben wir im Nahkampf einen Nachteil. Aber gut. Boom, Bitch. Huch, das war knapp. Und das alles nur für ein Pfeil. Hey, siehst du da drüben was? Hallo? Hey, alles okay? Jemand hat's erwischt, jemand hat's erwischt. Oh. Der ist weggeflogen. Ja, okay, jetzt kommen zwei. Egal, das war's mir wert. Dieser Headshot, ey, der geht in die Geschichte ein. Boah, ist der weggeflogen. Ach ja, das findet der Thomas belustigend. Okay, wir müssen uns sogar um drei kümmern. War das ein Fehler zu schießen? Nee, die wissen wieder nicht, wo ich bin. Sehr gut. Okay, der ist extrem nah. Den müssen wir wegballern. Nein! Weich doch nicht immer aus! Oh, pack mich nicht an! Das ist Kindesmisshandlung. Auch wenn ich verdammt schön, verdammt stark bin. Runter. Ziehen. Achso, da ist einer. Bam, in die Brust. Wir müssen so viele... Ach du heilige Mutter Maria! Oh, die Waffe ist viel zu schwach, Mann. Dann habe ich ja im Boxkampf mehr Chance. Okay, das war's, glaube ich. Die Waffe ist extrem schwach, aber solange wir das Jagdgewehr haben, ist eigentlich alles gut. Munition haben die nicht mehr. Okay, wir müssen hier lang, wurde uns gesagt. Von Ellie. Ja, aber wie kommen wir da lang? Wir müssen hier lang gehen. Oh, hier liegt was, eine Flasche. Okay, Flaschen brauchen wir momentan nicht. Ja, ich sollte den Tipp von, ich glaube, das war Katalea, ernst nehmen und mal Backsteine und Flaschen benutzen. Dann an die Gegner werfen und dann hat man im Nahkampf Vorteile. Mit der Mülltonne. Wir haben Erfahrung mit Mülltonnen schieben. They say me rolling. Item.
Ach so, da unten. Da können wir durch. Ah, wir müssen noch die Mülltonne wegschieben, hat sonst wenig Sinn. Ich dachte im ersten Moment, wir müssen die Mülltonne eventuell an den Zaun schieben, um rüber zu klettern, aber nein, wir müssen durchs Gebäude. Ja, okay, rein geht's, Ellie. Ich will hier nicht festsitzen. Oh, schön wieder Ressourcen, sehr nice. Können wir ein Medikit machen? Ich mach ein Medikit. Lieber zu viele Medikits als zu wenig im Endeffekt. Medikits sind verdammt wichtig, das haben wir jetzt, glaube ich, in 6 Milliarden Situationen gesehen. Ich wollte kurz nachschauen, ob ich aufnehme, wir hatten ja mal den Fehler, dass ich 2 Folgen nicht aufgenommen habe, was mir echt nicht aufgefallen. Ja, das sieht schon so aus, als wenn man hier wieder kämpfen müsste. Wir kriegen auch nicht umsonst so viele Ressourcen. Fug! Wo sind... Hey, Karamba! Oh Mann, ihr schreckt mich immer! Bam, Junge! Ich hab seine Hand weggeballert! Ja! Ey, Pferde! Hör mit dem Scheiß auf und leg deine Waffen hin! Du bist jetzt einfach unterlegt! Du hast nur eine Chance! Okay, aber wir haben dir echt eine Chance gegeben! Ja, seh ich. Da lagen noch Ressourcen, aber ich hab Angst. Okay? Echt jetzt? Das war die Gefahr? Hatte ich aber schon schwierigere Situationen. Jetzt muss ich mit den Ressourcen aufpassen. Wir machen erstmal die hier. Die muss leer werden. Okay, Ellie, schieb. Ich hoffe, dass keiner von innen kommt. Wir kennen diese Situation hier in The Last of Us. Man will was machen. Ah, ich wusste es. Halt still! Ich rette dir das Leben. Nein, du rettest mir nicht das Leben. So ist gut. Du nimmst Joel das Leben. Verdammt. Na lecker. Fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Na lecker. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen, es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war... ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Das ist komisch. Oh. Dummes kleines Miststück.
es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen, Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Na, der Typ hat schon so eine böse Ausstrahlung. Ellie. Ellie! Wie weit wir wohl als Joel kommen? Ich bin gespannt. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bye bye.